Sport 1 zu Besuch im Nachbarland, in den Niederlanden, bei einem zumindest in Deutschland bislang noch recht unbekannten Trainer. Ja, mein Name ist Thomas Letsch, ich bin hier Trainer bei Vitesse Arnheim seit dieser Saison und freue mich, dass wir jetzt hier zusammensitzen. Letsch sorgt momentan als einer von drei deutschen Cheftrainern in Holland für Furore und steht mit Vitesse Arnheim auf Platz 2 der Eredivisie. Doch bislang haben davon selbst Insider eher weniger mitbekommen. Thomas Letsch at Vitesse. Thomas? Thomas Letsch, yes. He's doing a great job there, top of the league. Good. So, great. Eine nette Episode und eben typisch Jürgen Klopp, die natürlich auch das eine oder andere Mal an den sympathischen Schwaben in Arnheim herangetragen wurde. Ja, ich habe schon ein paar Mal bekommen und ich bin ihm im Nachhinein sehr dankbar. Denn dadurch haben noch mehr Leute sich für Vitesse interessiert und das ist ja immer gut. Jürgen Klopp ist Welttrainer, mit Liverpool extrem erfolgreich. Ich habe meine Jahre in Österreich verbracht und bin jetzt hier. Also ich konnte drüber schmunzeln. Ich glaube, für die Presse war es ganz lustig. Aufmerksamkeit also für seine gute Arbeit in den Niederlanden. Vitesse Arnheim, ein holländischer Traditionsverein mit allerdings eher bescheidenen finanziellen Mitteln. Nach knapp einem Viertel der Saison, aber Tabellenzweiter. Wir haben schon eine Mannschaft, wenn wir den Fokus nicht verlieren, dann können wir unsere Ziele erreichen. Und unsere Ziele sind, unter die Top 5, 6 zu kommen, um europäisch zu spielen. Ja, alles Weitere, man muss einfach realistisch sein. Ajax Amsterdam und auch PSV von den Möglichkeiten ist ein anderes Level. Und auch die PSV aus Eindhoven hat ja mit Roger Schmidt einen deutschen Trainer. Mit dem hat Thomas Letsch in Salzburg sogar zusammengearbeitet. Beide pflegen einen ähnlichen Stil auf dem Platz. Hohes Pressing und direktes Spiel nach vorne. Eine Spielweise, die in den Niederlanden, dem Land des Ballbesitzfußballs, im traditionellen 4-3-3 natürlich für Aufmerksamkeit sorgt. Was ich so mitbekommen habe, war sie zu Beginn schon recht skeptisch. Ja, was machen die da? Und ich bin jetzt ja auch, Roger hat nämlich einen ganz anderen Namen als ich. Ich war sicherlich eher das unbeschriebene Blatt. Und jetzt merkt man aber, dass die Leute recht begeistert sind. Ein Traumstart also für Letsch in Arnheim. Naja, zumindest fast, denn Letsch und sein nahezu gesamter Trainerstab erkranken im September an Corona. Zum Glück litten alle nur unter leichten Symptomen. Dennoch mussten die Aufgaben für eine Zeit natürlich neu verteilt werden. Der Jugendakademieleiter übernahm das Coaching auf dem Trainingsplatz und am Spielfeldrand. Und Letsch und Co. arbeiteten im Hintergrund aus dem Homeoffice. Es war für mich eine verrückte Erfahrung, aber für mich auch ein tolles Erlebnis, wie der Verein da zusammengearbeitet hat. Und das war dann das eine Spiel gegen Sparta, das haben wir gewonnen, das hat es noch besser gemacht. Und dann kamen wir Gott sei Dank sukzessive wieder zurück. Also ich möchte es nicht nochmal erleben, aber ja, es gehört leider dazu. Und das Positive ist, wir haben es jetzt hinter uns. Wir werden ihn im Auge behalten bei seiner Arbeit in Arnheim. Und wer weiß, wenn Vitesse in der nächsten Saison dann wirklich international spielt, vielleicht kommt dann ja auch Jürgen Klopp mal mit Liverpool nach Arnheim.